Hallo liebe Gaming-Freunde und willkommen zurück zu Breath of Fire 3. Juhu! Und ich habe jetzt weitere 3-4 Mal mit Bay trainiert, damit er zigmal in den Hintern treten kann. Und ich hoffe, er überlebt es. So, also Bait. Ja, lasst uns beginnen. Zum Leuchtturm. Ich habe ja so ein bisschen Angst. Zum Leuchtturm? Ja. Ich glaube, ich bin noch nicht dazu bereit. Was? Was meinst du damit, dass du zum Leuchtturm willst, Bait? Ja, zum Leuchtturm. Es ist Zick, der geht, klar? Nein. Wir haben dich nicht darum gebeten, Bait. Genau. Ich bin hier der Stärkste und gehe zum Leuchtturm. Wenn du etwas dagegen hast, musst du gegen mich antreten. Deswegen haben wir ja trainiert. Wenn du gehen willst, musst du Zick besiegen, klar? Das ist uns durchaus bewusst. Und wieder diese Zirkusmusik, wunderbar. Wir sind hier, um zu entscheiden, wer den Leuchtturm repariert, Bait oder der Chef. Wer hat ihn eigentlich zum Chef ernannt? Egal, hör zu, das ist ein Duell, klar? Bleib ganz ruhig, okay? Einfach da stehen bleiben und zuschauen. Was, wir? Wir könnten damit durchkommen, Bait heimlich zu helfen, ja? Aha. Auf die Plätze. Fertig. Los. Kämpft. Ja, da bin ich ja mal gespannt. Fällt auch gar nicht auf, dass wir so kampfbereit sind. Und wir müssen ihnen heimlich helfen. Das heißt, er muss weggucken, oder? Ich glaube, so war das. Also werden wir erstmal uns einfach verteidigen? Aua! Ach, das sieht ja gar nicht gut aus. Aber jetzt! Pass mal auf! Heilkräuter! Für Bait! Können wir ihn selber auch angreifen? Geht das? Ich meine, er guckt ja nicht hin! Wir greifen ihn mal an und du schützt dich einfach mal. Ich will das jetzt ausprobieren. Bitte, bitte, funktioniere. Oh oh. Ryu, Abbruch! Abbruch! Na, scheiße. Ups. Hey, was habe ich dir denn gesagt? Ich hab noch nichts gemacht. Jetzt müssen wir von vorne anfangen. Ja, okay. Dann weiß ich ja jetzt Bescheid. Ups, das war etwas zu auffällig, you don't say. Wir müssen warten, bis sich woanders hinschaut. Okay. Auf ein neues. Jetzt hau ich den Controller auch noch gegen den Tisch. Ach, jetzt sind wir ja wieder draußen. Ich denke, dann tauschen wir mal die Mitglieder aus. Ja, das tun wir. Wir tauschen Nina aus. Weil Nina kann zuerst was tun. Zum Beispiel Bait heilen. Aber dann ist Bait dran und dann ist erst Ryu dran. Das ist ein bisschen doof. Und Nina ist auch nicht die Stärkste, wie wir wissen. Deswegen tauschen wir Nina mal gegen Gar. Okay. Auf ein neues! Oder ich beobachte die Reihenfolge nochmal genau. Das könnte ich tun. Ja, das könnte ich tun. Ja, und das alles nur, um zum Leuchtturm zu kommen. Mann, oh Mann, oh Mann. Und ich liebe diese Musik immer noch. Wow, ich komme hier nicht durch, doch. Gar, du hast ein bisschen zugenommen, glaube ich. Ja. So. Hey, du? Ja, das kennen wir. Zum Leuchtturm. Ja, ist gut. Ja. Das haben wir alles schon gelesen. Oder? Das war kürzer als vorher. Ich hab nicht drauf geachtet.
Wir sind hier, um zu... Das ist jetzt aber dasselbe. Bla, bla, bla. Leuchtturm, Bait oder der Chef. Hör zu. Ja, Duell. Nicht einmischen. Ganz ruhig bleiben. Ganz ruhig. Wir mischen uns doch nicht ein. Ah, ah. Wie kommt ihr denn darauf? Kämpft. Ding, ding, ding. Überhaupt nicht auffällig. Okay, dann... Ja. Schützen! Können wir ihn überhaupt angreifen oder können wir Bait nur heilen? Na, da-dum, da-dum. Hör auf, ihn zu verprügeln! Der guckt nicht weg. Jetzt guckt er mal weg. Der guckt immer noch nicht weg. Guckst du jetzt mal weg, sonst ist Bait gleich kaputt. Das läuft, glaube ich, nicht so gut. Guck bitte weg. Der guckt einfach nicht weg. Mach schon. Bait verteidigt. Das ist eine gute Idee. Der guckt nicht weg. Wir müssen dir doch irgendwie helfen. Halt, der Sieger ist Tick. Ich wusste, du würdest gewinnen, Chef. Och, leck mich doch am Arsch. Bait hat verloren. Wir müssen mehr trainieren. Und nein, ich will nicht noch mehr trainieren. Reichen 80 oder 100 Runden nicht? So viel kann man nicht trainieren. Wir probieren das jetzt nochmal. Und diesmal hat er gefälligst wegzugucken. Dieser Popo. Dieser elende Popo. Ich muss mal wechseln. So kann man doch nicht rumlaufen. Wie so ein Schrank. Ja. Und wenn ich doch mehr trainieren muss, ich habe so keine Lust mehr, den Typen zu trainieren. Also Leute, lasst uns beginnen. Hier, komm hier zum Leuchtturm. Ne. Ja, wir meinen es ernst. Okay, aber du wirst dich niemals besiegen. Ja, das werden wir noch sehen. Das werden wir noch sehen, kleiner Affe. Ich meine, Zick hat zwar schon gewonnen, aber trotzdem geht er nicht den Leuchtturm reparieren, der Lappen. Ja, auf die Plätze, fertig, los, kämpft. Und diesmal hast du wegzugucken, ja? Also los. Verteidigen. Einmal weggucken, bitte. Der will nicht. Seht ihr das? Der will nicht. Mädel, mach ihm doch mal schöne Augen. Auch wenn du eigentlich nicht an ihm interessiert bist. Der guckt einfach nicht weg. Jetzt. Mit Nina hat das vorhin geklappt. Alter. Guck weg. Ja, geht doch. Geht doch, geht doch, geht doch, geht doch. So, da. Einmal. Und ihr verteidigt mal weiter. Ich weiß ja nicht, was passieren wird. Erstmal schöne, dicke Portion Heilung. Bait verteidigt. Das ist schön. Ach komm, nochmal verjüngen. Und ihr verteidigt nochmal. So muss das sein. Guckst du nochmal weg? Bait verteidigt. Okay, Rio. Das muss klappen. Nein! Das ist nicht wahr. Rio, du bist ein Lahmarsch. Ah.
Ich sollte vielleicht nur heilen. Ryu ist langsam. Nicht gut. Nina ist schneller. Ich glaube, wir machen es einfach mal mit Nina. Na, wir machen es mit Nina. Wie hört sich das denn wieder an? Ah, Nina ist wirklich schnell. So, was möchtest du tun? Mitstreiter kurz wechseln. Tut mir leid, wenn das hier ein bisschen Zeit in Anspruch nimmt, aber was soll ich sonst tun? So. Auf geht's. Ich will nur zu diesem Leuchtturm, das ist so nervig. Es nervt. So, geh da rein. Los, los, rein da, rein da, rein da. Agar ist ja auch so eine lahmarschige Tante. Der kommt ja auch nicht zuerst zum Zug. Da, 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 Kellerassel. Rappel, rapp, rappel, rapp. Hallo Leute, lasst uns beginnen. Hier, da, bla. Blub. Ja, wir meinen es ernst und so weiter. Wir sind hier und so. Ich habe jetzt schon keine Lust mehr. Hör zu, das ist ein Duell. Wir mischen uns schon nicht ein. Nein, nein, nur wenn ihr wegguckt. Wir könnten damit durchkommen, ja? Ja. Ein Déjà-vu nach dem anderen. Komm, jetzt aber richtig, Leute. Der arme Bait zieht nur 7 SP ab. Und wir können gerade nichts tun. Dum, dum, da, dum. Er will schon wieder nicht weggucken. Das finde ich nicht schön. Absolut nicht. Jetzt glotz schon. Los, geh glotzen. Der Arme. Ja, geht doch. Okay. Nina, wenn du ihn jetzt angreifst, kann Ryu aber nicht mehr verjüngen. Deswegen geben wir ihm jetzt Vitamin. Und Ryu ist eine Lahmente, das lassen wir. Uhuhuhu. Bait verteidigt, das ist wunderschön. Okay, er winkt immer noch. So, Nina, du machst jetzt mal ganz unauffällig. Ganz unauffällig. Ne? Fällt keinem auf. Und wehe, das funktioniert nicht. Oh Gott, es funktioniert. Hell yeah. Okay, verteidigen. Wie dumm die sind, ey. Wie dumm die einfach nur sind. So, dap, dap, dap. Ah, der guckt auch so lange weg, bis er angegriffen wird, ne? Der Zick. Da könnten wir eigentlich noch einen Schutzzauber auf Bait machen. Das ist vielleicht eine gute Idee. Wenn er denn jetzt mal wieder weggucken würde. Komm schon. Ich weine gleich. Ich weine gleich. Oh Mann. Oh Mann. Ja, ich würde sagen, das wird hier alles ein bisschen lange dauern. Ich muss nur noch ein paar Mal trainieren. Wir sehen uns einfach gleich wieder. Bis dahin. So, willkommen zurück. Und jetzt sieht es eigentlich ganz gut aus. Wir haben Zick schon ordentlich Schaden zugefügt. Und wir haben auch
Bates Abwehr nochmal erhöht. Dann Kryu. Und Nina heilt Bates jetzt erstmal. Und ich weiß nicht, ob Bates gleich angreifen wird. Und wenn er das tut, dann sollte Ryu sich doch lieber schützen. Sonst fliegen wir wieder auf. Ja, genau das. Immer schön vorsichtig sein. Jetzt hör auf mit den Glücksschlägen. Aber guck mal, wie wenig der den noch abzieht. Ist doch schön. Und er guckt schon wieder weg. Eissturm! Und schützen. Yeah! Ordentlich Schaden, ordentlich Schaden, ordentlich Schaden. 63! Hör auf, ihn zu hauen. Er zieht nur 10 ab. Ist das nicht genial? Ach, und das... Ach, cool. Da habe ich ja richtig wieder angefangen aufzunehmen. Also zum richtigen Zeitpunkt. Super! Ich bin Sieger. Oh, Schwächeanfall. Oh nein, Chef! Das kann nicht sein. Wie kann der große Zick gegen Bait verlieren? Hier, ihr habt alle kein Köpfchen. Bait, bist du okay? Schau dich mal an, du bist ganz zerschunden. Hättest du mir nicht geholfen, hätte ich Zick nie besiegen können. Oh klar, weil du mir geholfen hast, konnte ich Zick besiegen. Ryu, doch. Wenn ich nichts unternommen hätte, wäre nichts passiert. Shades, ich möchte dir behilflich sein. Wir sollten uns beide um die Gilde kümmern. Chef! 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 Hast du das gehört? Chef, wach auf, Chef! Danke, vielen Dank. Ich weiß nicht, was als nächstes kommt. Aber Shades und ich werden schon alles zusammen regeln. Ihr seid so ein süßes Paar. Zick passt gar nicht zu Shades, finde ich.